Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist jeden Morgen dasselbe. Ich bin in meinen Sportklamotten, werde jetzt Sport machen. Das ist, ich weiß gar nicht, was heute dran ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Lower Body, so Po, Beine und sowas. Es ist jeden Morgen dasselbe, aber wisst ihr, was gut daran ist? Und zwar, dass ich einfach öfter Nachrichten von euch bekomme, dass ich euch damit motiviere. Und das freut mich und deswegen werde ich euch weiterhin jeden Morgen so begrüßen. Zumindest damit es machbar ist. Ja genau, ich mache jetzt Sport, habe gerade die Katzen gefüttert. Irgendwie bin ich heute, weiß ich nicht. Kennt ihr das, wenn ihr aufwacht und euch so denkt, boah, ich habe gar keinen Bock auf den Tag. So demotiviert, das bin ich heute. Ich versuche dem aber entgegenzuwirken, weil ich mache trotzdem alles, was ich mir heute vorgenommen habe. Ich werde jetzt Sport machen, dann muss ich einen Vlog schneiden. Will mein Video schneiden, was ich gestern mit Jenny gedreht habe. Kochen später, heute Abend arbeiten. Ja, steht ein bisschen was auf dem Plan. Warum fokussierst du eigentlich den Kratzbaum, nicht mich? Genau, schauen wir mal. Aber wie gesagt, jetzt erstmal einen Sport hinter mich bringen. Das ist immer so die größte Überwindung. Aber wenn da eine Routine drin ist, geht's eigentlich. Also ich weiß, ich stehe auf und mache Sport. So, da führt kein Weg dran vorbei. Genau, ich trinke jetzt ganz kurz noch meinen Shake vorm Sport und dann geht's ab hier. Ne? Oh, das hat voll geknackt. Ach ja. Ah. Wollen wir mal. Alexa, stopp. Ganz geile Spielerei, aber ich weiß noch nicht, ob man das braucht. Aber ist ganz cool. Macht Spaß. Die Sonne kommt gerade raus. Mega cool. Apropos, kann ich euch doch mal ganz kurz zeigen, was ich gestern gemacht habe. Ey, boah, mir tut alles weh gerade. Hey. Hey! Okay, also. Das habe ich gepflanzt. Tomate, Paprika, Zucchini. Und dann ist hier Gurke. Und zweimal Salat. Voll cool. Und ich will halt gucken, ob ich irgendwo hier dieses Kräuterdingsbums dran machen kann. Aber hier ist halt nur diese Regenrinne. Und das kann ja nicht direkt an die Wand, weil das muss ja halt ein Stück abstehen, wisst ihr? Und ich weiß nicht, oh, naja. Ich bin auf jeden Fall jetzt fertig mit Sport. Das war richtig anstrengend. Dieses Workout hat so reingehauen. Vor allem sagt sie dann noch im Workout, ja, das reicht voll aus für einen Tag. Ich würde da nichts noch nachträglich machen, bla bla. Was kommt, eine extra Challenge? Ja, es war halt so Pilates, aber oh, das hat nochmal reingehauen. Wenn man da so Pulses mit dem Bein noch macht, nach so einem Beinworkout. Haut richtig rein. Ich war richtig am Schwitzen. Das war echt heftig. Ich habe auch irgendwie laut Workout. Nein, nein, nein. Du bist nicht auf diesem Balkon. Du hast einen eigenen. Knapp 500 Kilokalorien verbrannt. Hallo. Ja. Hat reingehauen. Also jetzt geht's. Ab unter die Dusche. Willst du mitkommen? Boah, der wird ja wirklich ausrasten. So im Wasser. Ja, random. So, gesagt, getan. Ich habe das jetzt hier an diese Regenrinne dran gemacht. Ich muss es halt ab und an drehen, würde ich behaupten, weil sonst die eine Seite immer nur an der Wand hängt, aber es hält und ich kann es halt variieren von der Höhe, weil ich da diese Kette dran gemacht habe und dann halt so einen Haken. Also ich kann es halt auch höher hängen oder tiefer hängen, wie mir halt gerade danach ist. Aber ich glaube halt draußen ist auf jeden Fall cooler, als wenn es drin hängt. Ja, nur das ist halt blöd. Es wäre halt cool, wenn das freier hängen würde. Wir haben eigentlich eine mega geile Ecke dafür. Und zwar hier zwischen. Aber ich weiß nicht, wie man das da bewerkstelligen kann. Keine Ahnung. Hallo Salat. Ja, und hier ist halt sonst nur Regenrinne, wo man aber nicht irgendwie drankommt. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt bohren. Ja, weiß auch nicht. Ich hänge es einfach hier vorne rüber. So, nach da. Nein, ich glaube, ich lasse es erstmal da. Weiß auch nicht. Mal gucken. Wenn ich schwitze, ist das Salz Paradies. Okay, okay. Soll sich nicht auf mein Gesicht setzen. Was ist denn los mit dir? Ich hab noch keinen Bock, duschen zu gehen. Aber. Ist dein Traum, ne?
Ich nach dem Sport. Was machst du denn da? Guck mal, der hat mich schon komplett vollgehaart, weil der gerade übel Haare verliert. Hallo. Na, siehst du. Unglaublich. Erschrocken. Ich sitze hier und ich habe heute den letzten Tag meine White Stripes drauf und irgendwie lösen die sich. Ich schneide gerade meinen Vlog. Und im Vlog habe ich Alexa eingerichtet und im Vlog sage ich: Alexa, wie ist das Wetter? Und plötzlich redet die. Ich habe mich so erschrocken. Ich schneide so meinen Vlog, auf einmal redet die und ich denke so, oh mein Gott. Ich habe mich mega erschrocken. Ja, ich schneide jetzt Vlog und dann Video für Sonntag. Mal gucken, wie weit ich damit komme, weil ich will das richtig cool schneiden. Ich will mich so ein bisschen verbessern, was Schnitt angeht. Ich bin so vertieft hier in mein Video. Ich habe mir gerade noch Effekte runtergeladen und so. Also ich versuche halt das ein bisschen aufwendiger zu machen als sonst. Und ich sitze sonst schon relativ lange immer dran. Habe aber vergessen, dass Fabio jetzt gleich kommt und ich wollte ihm Essen machen. Deswegen hüpfe ich jetzt schnell in die Küche. Er muss dann halt gleich ein bisschen warten, aber mein Gott, er wird es überleben. Weil der kommt jetzt gleich schon und ich glaube nicht, dass das Essen innerhalb von 20 Minuten fertig ist. Schauen wir mal, was wir ihm heute kochen. Ich habe ein Rezept noch mit Garnelen zur Auswahl und eins mit Lachs. Weil das von gestern, da hat er den Rest jetzt mit zur Arbeit genommen. Das ist leer. Hallo Nala. Jetzt ist hier übrigens wieder Platz, dadurch, dass die Kräuter weg sind. Und der Zitronenbäumchen steht da. Ich stelle euch mal wieder hier hin. Das ist euer neuer Place to be hier. Nein. So, das gab es gestern, die Paella. Dann habe ich einmal Garnelen Tagliatelle mit. Garnelen-Tagliatelle Pad Thai Style. Himmler Gott. Dauert 30 Minuten. Und dann habe ich Lachs mit Spinat in Parmesansoße. Dauert 35 Minuten. Also nehme ich das andere. So, dazu brauchen wir Tagliatelle, Garnelen, Paprika, Paprika, Wasser, Salz, Frühlingszwiebeln, gesalzene Erdnüsse, Koriander. Braucht man richtig fancy Sachen für Erdnussöl. Sojasauce hatte ich da, Reisessig, Erdnussmus und sowas alles. Habe ich aber gekauft für Fabio, damit er ein tolles Essen hat. Das werde ich jetzt zubereiten. Als erstes ist die Spülmaschine fertig. Ja, brauche ich meinen Thermomix. Natürlich, weil es ein Thermomix-Rezept ist. Oh, ihr seht sowieso nichts. Okay. Naja, ich zeige euch jetzt mal das Gericht. So sieht das aus. Habe ich euch das nicht gerade schon gesagt? Ach Gott, ich bin dumm. Keine Ahnung. Ich werde das jetzt kochen. Ciao, Bello. Was ist hier? Hast du kaputte gemacht, diese? Hallo. Nimm das doch mit rüber. Ich nehme dir ein Besteck mit. Möchten Sie ein Gabel? Was ist denn damit? Da ist echt eine Menge Knoblauch drin, ne? Eine Zehe. Geil. Ich möchte ein Gabel. Kannst du draufschmeißen? Ciao. Dankeschön. Lass dir schmecken. Mach's gut. Du kommst mit. Aus. Und schmeckt? Ja. Ja? Schmeckt ganz gut, ja. Schmeckt das sehr nach Erdnuss? Ja, schon. Aber lecker? Ja. Das alles war Okay. falsch. Ich glaube, das ist so eine Special. So irgendwie Movie Night oder sowas, glaube ich. Was für Filmabende? Glaube. Zeig mal. Okay. Are you ready to party? Oui. Oh, okay, ich weiß schon, dass da was Geiles drin ist. Okay. Ja, genau. Warte mal.
Hä? Ob ich das jetzt gelesen habe, ist blöd. Filmtipps des Monats. Sauerkrautkoma und Book Club. Bitte was? Filmabend im Februar ist das Thema dieser Box. Oh, das ist was für uns. Vor allem für mich. Oh ja. Ich liebe Granatapfel. Kostet 1,99 Euro und es gäbe noch irgendwie Orange und Früchte, Apfel und Ingwer und Waldmeister oder so. Aber das ist geil. Ich liebe Granatapfel. Wollen wir den gleich mal probieren? Können wir gerne machen. Ja, wir machen. Werthers Original Soft Caramel. Magst du sowas? Nee, bin nicht so der große Fan von Werthers. Ich schon. 1,89. Gratis My Müsli-Mix. Oh, Wundersoßen. Die sind richtig lecker. Das sind so Null-Nix-Soßen. Null-Komma-Nix-Soßen. Da habe ich sogar noch zwei von da. Okay. Die kann ich sogar während der Kur nehmen. Ja, dann. Die sind echt lecker. Habe ich noch zwei? Ich noch... Oh, guck mal. Alpro-Joghurt. Das ist diese Soja. Vanille. Mhm. Hm. 2,19 Euro. Da gäbe es noch dunkle Schokolade oder Schokolade. Ja, ich kenne die. Die sind ganz lecker. Hier. Geht so. Kennst du das? Fluff? Marshmallow Fluff? Oh, nee, hör auf, ey. Geil, da krieg ich richtig Bauchschmerzen, nur wenn ich drüber nachdenke. Gewinnspiel auf der Rückseite. 2,79 Euro, aber das ist Erdbeere. Hast du es schon mal probiert? Ich kenn sowas, ja. Ich habe sowas schon mal gegessen. Das ist so geil. Ja, geht. Ich bin da voll auch nicht der Fan von. Das ist richtig. Ah, ich hab was für dich. Aber schön, dass du glücklich bist. Geflügelsnack. Boah, geil. 95 Cent von Alnatura. Boah, überleg mal, Alter. 1 Euro. Ah, hier, guck mal. Hier ist so eine Soße drin. Oh, ich dachte, du holst hier so eine Kondompackung. Das sah aus. Oh, guck mal, ein Billy Boy. Ein Billy Boy schützt zu 0%. 0% Zucker, 0% Fett, aber 100% Geschmack bei 2 Kalorien pro Portion. Ich meine, das könnte auch ein gutes... Curry sogar, die war lecker. Das könnte echt eine gute Überschrift sein für ein Kondom. Wundersoße. Ich hab, weißt du, wozu ich die gegessen habe, wenn ich mir Kohlrabi-Pommes mache? Du bist auch eine Kohlrabi-Pommes. Die sind echt lecker. Und die hier sind auch geil. Kommen wir direkt zum nächsten. Nature Valley Crunchy Oats and Berries. Diese Riegel. Die schmecken echt gut, ja. 69 Cent. Das stimmt. Cent. Ja, die sind gut, ne? Ja, die esse ich auch sehr gerne. Dann haben wir hier noch welche davon. Nochmal crunchy. Boah, geil. Canadian Maple Syrup. The Maple Kind, ja? The Maple Kind, ja? Yeah. Und dann haben wir noch Protein. Die kosten 99 Cent. Salted Caramel Nut. Das ist was für mich. Das ist was für dich. Okay, dann haben wir... Ach, da hatte ich letztens schon einen von drin, habe ich noch nicht, werde ich glaube ich auch nicht probieren. Das sind Cocktails, das ist Sex on the Beach. Als Cocktail schon zusammen gemixt? Ich habe auch einen anderen davon schon in der Abstellkammer stehen, aber kannst du gerne mal probieren. Guck mal, wir haben Oreos auf der Weil ich ja auch so oft Alkohol trinke. Ja, öfter als ich. Ja, du trinkst ja allgemein keinen Alkohol. Zumindest. Da ist es auch nicht schwer, mehr zu trinken als du, also... Hier steht kein Preis, aber guck mal, goldene Oreos. Goldene? Cool, ja, mit normalen Keks. Wahrscheinlich einfach nur so Vanille, ne? Lecker. Und dann ist hier noch was, was nichts für mich ist. Klausthaler. Ja, Bier. Alkoholfrei aber. 3,90 pro 6er-Pack. Ich glaube, wir haben hier noch eins drin. Auch alkoholfrei, ist das genau dasselbe? Ja, sieht so aus, ne? Nee, einmal naturtrüb und einmal normal. Okay. Okay. Oh, Schulkreide. Bitte Magst du Lakritz? Nee. 99 Cent, ich schon. Gönn dir. Leider nein. Das macht der cool. Oh, geil. Tefee-Trinkzauber-Orange. Was du dir so in Wasser mischen kannst. So Sirup. Ach so. 2,95. Cool. 2,95? Also Sirups sind immer teuer. Ja, das weiß ich ja, aber... Die halten ja auch voll lange. Du brauchst ja immer nur so einen Spritzer. Aber es sieht cool aus. Cool designt. Dann haben wir Schogetten. Hafer-Cookies. Oh, ich mag Hafercookies echt gerne. 99 Cent. Geil. Sagen Sie dazu? Geil, sag ich. Das war's. Ja. Das war's. Cool, das ist eine coole Box. Ja, geht so. Doch, ich find schon. Da gab es schon coolere Sachen. Ah, doch, doch. Das ist Sache. Ah, geht. Möchtest du bei einem Marshmallow Fluff Gewinnspiel mitmachen? Nein. Nein. Oh, ich finde die Sache cool. Also ich mag, glaube ich, alles davon, bis auf das Bier. Und den hier. Ja, stimmt, das will ich auch nicht trinken. Okay, bis auf die beiden Sachen mag ich alles davon. Okay. Cool.
Freut mich. Was ist los? Was ist los? Curry ab. Mit dem Tee probieren. Mit dir. Können wir gleich trinken. Cool. Granatapfel. Boah. Voll auf meine Pocke. Granate. Granate! Vergeben die Brille. I would catch you. Puff. Na, Bruno? Hi, Bruno. So, Leute. Also einmal Fazit. Der Tee ist lecker. Den haben wir gerade getrunken. Und ich mache mir gerade als Abendessen Joghurt. Selbst gemacht. Mit Erdbeeren, ein bisschen Quark und Zucker. Darf ich ja. Den muss ich jetzt allerdings mal probieren. Ob der lecker ist. Aber mit gefrorenen Erdbeeren. Auch kalt ist der. Ja, da kam noch ein bisschen Zitrone rein und ein bisschen Zucker. So, das ist jetzt mein Joghurt. Und ich esse noch die letzten Muffins da, die ich mir letztens gemacht habe. 100 Jahre meine Kamera gesucht. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Und wir gehen jetzt arbeiten. Hast du jetzt gefunden? Ja, sie war in der Küche. Warum auch immer. Okay. Hey. So, ich bin jetzt auch zu Hause. Fabio schläft schon. Ich habe Feierabend. Ich lege mich jetzt auch dazu, weil gleich geht schon der Wecker in 3 Stunden. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt schlafe. Weil ich brauche halt nach der Arbeit immer so lange zum Einschlafen. Naja, mal gucken. Wir werden es schon überleben. Also, wir sehen uns morgen wieder. Schlaft gut. Hinterlasst mir einen Kommentar und bis morgen.